Motion! Moin, Traff! So, da sind wir wieder. Ja. Resident Evil Umbrella Chronicles. Wir machen sofort weiter. Dieser Teil, den wir jetzt spielen, ist Resident Evil 3. Die Zerstörung von Raccoon City. Leider nicht mit meinem Lieblingscharakter. Das kommt noch irgendwann. Ah, hier haben wir jetzt Jill Valentine etwas. Ja, in anderer Kleidung. Und der Carlos Oliveira. Carlos Oliveira gehört zu einer Spezialeinheit von Umbrella, die extra in Raccoon City geschickt wurde, weil Umbrella zeigen will, dass sie den Virus eindämmen wollen eigentlich, dass der nicht sollte ausbrechen, haben sie Carlos dahin geschickt mit seiner Einheit, um den Virus zu eindämmen, aber eigentlich war das gar nicht Umbrellas Ziel, sie wollten wirklich den Virus total ausbrechen lassen. Okay, klingt gut. Ich nehme also Carlos. Ja, ich nehme Jill. Eine neue Schrotflinte. Ein neues Maschinengewehr. Ja. Ich nehme die neue Schrotflinte. Hast du eine neue ausgewählt, ja? Ja. Du hast ich hab so eine Automatik. Außer du nimmst wieder deinen Granatenwerfer. Ah, jetzt wird's schwierig. Wäre schön, wenn man Informationen bekommt. Ja, lies Text, diese Waffe. diese Mann. So wähle. Ja, Entschuldigung. Schau mal, wie Frauen. Sagst du. Man. Raccoon City was a town under the thumb of Umbrella. The virus washed over the city like a tidal wave, and in its wake left a living hell filled with ungodly creatures. Umbrella, under the guise of helping the hapless citizens, sent in their private military, the UBCS Security Force. Jill Valentine, a member of STARS, finds herself still trapped in the night. STARS! Behind with the mansion incident. Leon, du bist auch irgendwo da. Meine Schwester! Ja. Wie heißt die schon? Claire. Claire Redfield, genau. Mauer. Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Are we looking for freedom? Oh, hola, hola, hola! Schöne Einblicke! Also, ja, also ich wär jetzt gern der Zombie! Ja, ich auch! Ta-t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 a! Sterbt! You okay? I'm fine. That's some good shooting. We've got to get out of here. A rescue chopper's on its way. Come with me. So, dann gehen wir mal. Ja. Ach nee. You're not a civilian, are you? You've got some moves. I'm a member of STARS. Ich bin ein Star-Mitglied. No wonder. So you're pretty elite then. Ja, jetzt bekommt ihr auch mal erklärt gleich, warum wir so immer schreien STARS! STARS! Also was kann... Ja, ich habe eigentlich das Wichtigste eigentlich schon erzählt von Resident Evil 3. Nur, ja, Resident Evil 3 spielt ungefähr ziemlich im gleichen Zeitraum wie Resident Evil 2. Das bedeutet, die Leute, die mal in Resident Evil 2 spielt, sind auch gerade hier irgendwo in der Stadt. Aber nur auf der anderen Seite. Ja, wahrscheinlich.
Autsch. Na, kurz Thema gibt's ja. Ich baller ja schon, doch. Das geht. Hallo Mama. Nur in der Stadt wurde nicht nur der T-Virus freigegeben, da wurde auch der G-Virus freigegeben. Was ist der G-Virus? Ja. Große Frage. Da verändern sich die Zombies noch komplett anders, also sie sehen fast gar nicht mehr menschlich aus. Okay. Und du siehst die und du... Und du meinst, die sehen noch menschlich aus, ja? Ja, also die sehen nur wie Menschen aus, nur tot. Okay. Ich kann tote Menschen sehen. Ja. Wir waren tot. Ja. Super. Wären wir jetzt auch zu Zombies? Theoretisch ja. Praktisch? Voila. Die wollen nicht um. You're not a civilian, are you? You've got some moves. I'm a member of Stars. Nein, das war meine! Kommt vor, ne? Stars? No wonder. So you're pretty elite then. And you are? I'm Carlos. Corporal Carlos Olivera. I've been using a gun since I was a kid. So you're safe as long as you stay with me. So. Weiter geht's. Granate. Soweit mein Auge reicht, überall eine Granate. Genau. Genau. Ja, hast du gut, Okay. Das muss... Ja. Hey! Das reicht mir. Ein bisschen gewalttätig, so gut. Guck, die sehen doch menschlich aus. Okay, ich finde nicht gerade. Messi! Taxi! Und Messi! Messi. Ja! Das Kraut ist total versaut! Versaut! Hast du schon gehört? Deutscher durch den Superstar kommt. Ja, ich gehe sofort mitmachen. Ich kann jetzt kein Chat. Ich singe Charmelipendeo-Spray. Okay. Komm, dieses Jahr werden wir in unser Land ein. Das Cast. Ja. Und da kannst du dir dieses casten lassen. Wir ja noch mehr zu lachen. Hast gut. Dann leg den ersten Hilfe. Ja, hab ich auch gesehen. Aber wir kommen nicht dran. Geht im Moment schlecht, um dahin zu schauen. Nimm es! Nimm es! Ja, sollen wir jetzt dann bewerben? Genau. Das bin nicht nur Let's Play, sondern auch Musik. Ja. Wo wir auch sehr begabt sind. Ja, auch begabt sind. Wo die Leute uns auch. Scheiß Vögel! Ja, spring unten. Hast du gut.
Ich singe I believe I can fly. Ja, okay. Mein Bruder kommt auch mit. Ja, ich habe auch einen Bruder. Der kommt auch mit. Er sagt, er singt Follow Me von Onkel Quacker. Ja, ich singe Schamlippendeus Spray, Schalalala. Schamlippendeus Spray, Schalalala. Pillemann Fotze, Arsch. Ja, und. Ach doch, nein, dann war's. Marina, hoch das Bein! Steo Time! Hoch das andere Bein! Ist auf den Amlock Time! Wir sterben doch, ich hab erste Hilfe. Dann sterb! Du musst halt nicht zu leben wissen mit Kompromissen. Hallo, Spider-Man! Man muss halt nicht zu leben wissen mit Kompromissen. This entire town must be dead. Die ganze Stadt ist schon in so. Total tot! So, ich glaube, jetzt kommen wir auf den Ankunft. Schön wär's. Sag mein Gefühl. Mein Gefühl! Ganz tief im Bauch. Bauchgefühl. Du hast Bauchgefühle? Ja, glaub schon. Ich habe auch manchmal Gefühl im Bauch, da muss ich aufs Klo. Kacka machen. Lass das mal den Papa machen. Hier sind wenige Zombies. Ja. Hast du gut. Gut. Nimmt mir aber alles. Nein! Blind wieder! Das waren die Dragon Ball. Ja. Dragon Ball! Kaki kaka kuka! We can't get through this way! We'll have to double back. Ja, gehen wir zurück, hast du recht. War gut. So, hab Bumm gemacht. Das hat zu. Meine. Verdammt! Die sehen doch komplett normal aus, wie normale Menschen. Ja, ich finde auch. Ja, Wunden im Gesicht, kommt mal vor. Hui. So. Und das hat Boom. Gesicht kommt mal. Da will ich das Schulden. Verdammt. Meine. Fick dich. Weg, du Homo-Fürst. Sonst kastriere ich dir deine Eier. Genau. Ja. Die wollen einfach nicht sterben. Die werden immer stärker. Keep going. Das ist nicht cool. Wo ist dein Kontrollpunkt? Keine Ahnung. Mein Bauchgefühl war ganz schlecht. Schmerke! Vögel! Vögel an die Wand! Vincent Raven lebt noch immer! Vögel an die Wand! Ich hab euch mein Wecker! Kommen Rohre geflogen. Kontrollpunkt! Kontrollpunkt, ich sag das ja! 52 Gegner! Schuchte! Du hast 4 kritische.
Such die! Nein, aber du hast 17 zerstörte Objekte! Such die! Komfort, Komfort. Komfort, Komfort. Wir reden nicht von Komfort. Komfort gibt's nicht anders. Das gibt's im Auto. Komfort. Komfort. Wo bist du denn? Da oder da? Ja, da, wo das kommt. Ich bin feuerfrei. Habt ihr geholfen, Feuer zu? Da kommt ein Zombie. Ja! Wir haben es geschafft, oder? Ich glaube schon, ja. Wer liegt hier die Minen? Ich nicht. Ich weiß wer. Albert Wesker. Nein. Kennst du noch Hank? Ja. Der ist auch hier in der Stadt. Der gehört auch. Ja, der gehört zum zweiten UP-Dingsbums, das erste Team. Die sollen den G-Virus und so einfangen von Dr. Hank, Bunch. Das war doch dieser Typ, der die. Nein, das war Vector. Das war der Schüler. Ach ja, von, das war Vector. Ja. Der Schüler von Hank eigentlich. Also sein Team ist auch hier. Okay. Die sind hier, um den Virus da zu einzufangen und so. Und ja, sie sind eigentlich ein ziemlich erfolgreiches Team. Beste. Und die wissen auch wirklich, was Umbrella vorhat. Das ist ein wirkliches Umbrella-Einsatzteam, nicht wie Carlos seins eigentlich. Carlos wird eigentlich nur ausgenutzt. Nütz. Hab ich. Trotzdem noch immer gekotzt. Ich kotze dich weg. Hör auf, Lampe. Konzentration, bitte! Konzentration, ja! Konzentration! Für das deutsche Volk! Okay! Ways to go. Ui, das wieder noch. Hauptsache, hier unten wissen wir, was kommt, aber jetzt gehen wir hoch. Okay. Ja, die Lauter ist vertrauenswürdig aus, würde ich auch sofort hochstellen. Ja, siehste! Der ist da! Hoch da auch. Ist der jetzt auf der Auto? Keep behind cover! Will be too late to help. Du hast gepennt, mein Freund! Komm fort. Jetzt hat ich nicht gepennt, aber jetzt war es an dir, super! Ja. Ist hier oben besser, ist wieder oben? Glaube ich nicht. Schwindel, Schwarzer! Afroamerikanischer Mitbürger! So. Jetzt? Humbug. Ach nee, ich hab B gedrückt. Ja, ich hab B gedrückt.
Aber ich hab B aufgedrückt. Das war dein Fehler, jetzt sind wir tot. Schon wieder? Nein! Leider fertig sind, haben wir eine Folge von, keine Ahnung, wie viel, 30 Minuten oder so. Ist gut, ist gut. Hast du gut? Nein, ist gut, ist gut.